Zack, brumm. Oh shit. Sturmwarnung. Jetzt muss ich wirklich gucken, dass ich abkomme. Guten Tag, ihr Leid erstmal. Ah, fuck. Ich muss so ein bisschen rauszoomen hier, dass ich sehe, wo ich bin. So. Guten Tag, ihr Leid. Wir haben gerade Sturmwarnung geredet. Ich hoffe jetzt, dass mein Weg einigermaßen richtig ist, dann ich hier jetzt inschla. Das haben wir nämlich ein Problem schon. Ja, da fahren wir nicht hin. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen sammeln, habe allerdings noch vom letzten Mal die Story-Quest dran gepinnt gehabt und die kann ich wohl nicht mehr abmachen, wann wohl irgendwas Route ingedingenst ist. Alter Schwede, hat das gesehen. Dann kann ich die wohl nicht einfach so rausmachen, das ist ein bisschen doof. Sehe ich das jetzt richtig, dass ich da jetzt drüber fliehen muss? Jo. Na, hüpf. Hui. Ja. So. Gut gemacht. Mal nur ordentlich HP kostet am Auto. Mal reifst den alle noch dran. Alter, was geht dann ab mit deinen Stacheldinger da, ne? Das sind ja überall hier. Ja, super. Jetzt guck mal, noch blöde Hasen. Ich mal gar nicht gebrauchen, aber da habe ich jetzt Schutz, die Gage, ne? Sind die an meinem Auto dran? Nö. Gut. Moment. Ey, immer wenn ich auf die Karte gucke, will ist vorne dran irgendwie anderes Dingens, was die Gage hat, dass ich mich umgucke. So. Immer du eigentlich noch richtig? Kann ich jetzt da hinfahren? Ist ein bisschen Umweg, ne? Ist ein bisschen Umweg, ja? Was ist denn das Blaue da hin? Also ernsthaft jetzt, was ist denn das Blaue da hin? Ah, das ist doch so Fliegeding. Und das am Ende von einem LKW, ja, nicht schlecht. Dann das heißt, du würdest ja nur drüber schonzen und dann noch ewig fliehen, ja. Ja, klar. Was ist das hier? So, hey. Also, so langsam wird es halt extrem hier ein bisschen. Ja, machen wir ganz langsam. So, guck, wenn man nur ein bisschen gedingst. So. Muss ich jetzt noch vorbei? Platz da. So, dann habe ich mal abgeschossen. Also, wir gucken auf die Karte. Wir fahren falsch. Ich muss noch rechts. Warte mal, da vorne jetzt hat noch rechts, ne? Irgendwo da müsste jetzt gleich noch rechts gehen. Alter Schwede. Was ist das hier für eine Karte? Oh! Ja, ich sehe, dass so Stachel sind. Oh, ich will jetzt nicht oben drauf. Das ist jetzt Witz, oder? Wir sind so dumm. Aber alle. Ich habe so das Gefühl, das ist nicht gerade gut. So, No-Teleport bitte. Fahrzeug wird teleportiert. Aber bitte doch. So ist es. Kann ich ruhig stehen bleiben, Auto. So, jetzt habe ich oben auf der Reparaturwerkstatt stehen geblieben. Das hat, glaube ich, auch noch keiner hier geredet, oder? So, mal her. So, jetzt wird hier nämlich ordentlich repariert, ne? So, jetzt gucken wir uns nochmal hier um. Ich muss noch ein wenig noch links und dann nochmal noch links. Dann machen wir das mal, ne? Also dieses links hier. Warte mal, ich habe so das Gefühl, das hat man jetzt... Hat. So, und jetzt hier gleich nochmal noch links. Kann das Sinn? Ich muss da nur noch... Aber rechts nun. Ah, oh, shit. Oh, ist das ein Kack. Ey. Oder? Ist das ein Kack? Oh, da ist noch eine Werkstatt. Hallöchen. Hallöchen, dürfte ich sie auch in Anspruch nehmen? Muss ich noch ein Stück weiter vor, oder? Muss ich da eigentlich aussteigen, oder?
Ey, doch da jetzt ein Drittel, das repariert doch jetzt hat. Hat doch nicht alles noch einen Tank? Oh, guck mal, was ist das da? Ada-Kiste, her mit. Also normalerweise müsste die doch jetzt halt reparieren von der Layer. Was macht denn das Blaue? Keine Ahnung. Hopp, ich habe eh nämlich viel Zeit. Das war jetzt genug repariert. Ich tu nochmal dort drauf gucken. Jetzt im Marker noch. Ich sehe schon, dass da beige ist. Da geht's doch jetzt eine Weile steil nun. Hopp, dann geht's halt steil nun. Wir haben gerade keine andere Chance. Wir müssen da nun. Versuch. Nicht ganz so scheiße. Ach du. Ich versuche mein Auto zumindest grundsätzlich am Leben zu halten. Ja, komm. Geht ja eigentlich. Ist gar nicht so viel Wald hier. So. Das Problem ist halt da, dass wir den Sturm im Nacken haben. Weißt du? Da. Gucke. Da drüber geht's raus. Hat doch eigentlich gut geklappt. So. Keiner meckern. Alles klar. So. Okay. Hier gehen wir natürlich nicht hin. Wir gehen da hin. Was gibt's da? Anomale Wolkenfelder und verdampfendes Benzin. Ja. Yeah. Hm. Hopp, wir gucken mal. Man muss halt da dazu sagen, ich bin halt komplett scheiße ausgerüstet. Ich habe kein Hammer dabei, kein gar nichts. Müsste man das alles selber bauen. Meine Räfs sind scheiße, alles gerade kacke. Weil ich einfach halt schon eine Route dran gepinnt habe und eigentlich noch nicht so weit war. So. Sorry, aber ein bisschen reparieren muss ich halt schon. So. Hallo? Oh, jetzt steht. Tamo! Mach doch nicht so dumm Zeich. So. Wo haben wir dann? Platte vorne links. Eieiei, die ist quasi nicht mehr existent. Die tun wir mal reparieren. Panzerte Platte sieht doch aber gut aus eigentlich. Panzerte Tür. Ah, noch gut. Ist doch eigentlich alles noch in Ordnung. Was zeigt man das dann so scheiße hier an? Das ist noch gut. Nö, ist alles noch in Ordnung soweit. Ja, komm, mach mal da. Scheinwerfer. Komm, so kriege ich einen Batsch drauf. So. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Was macht er dann für ein Schiss? Der Auto. So. Dann gucken wir mal. Aha. Ich kann hier jetzt endlich zurück. Okay, dann würde ich einfach sagen, ey, scheiß drauf. Wir gucken, dass wir heimkommen. Ich weiß, dass wir eigentlich... Na gut, die Frage, wo muss man eigentlich hin? Portal zu nah. Was ist mit dem da? Das kann ich, das ist ja gar kein Portal. Ich nehme das da. Ich fahre aber noch raus und dann noch rechts. Und dann fahren wir einfach. Ah, Gang den mache vielleicht noch. Weil ich hoffe halt, dass wir dann so zurückkommen. So, raus. Und so irgendwo. Ne, da nicht noch rechts. Junge, was ist denn jetzt los? Oh. Komische Kackdinger hier. So, hier müssen wir noch rechts. Ja. Schießt du nur mit deinem dummen Zeich. So, jetzt pass auf. Das Portal aktiviere. Alles klar. Und Stoff. Irgendwie zieht mein Auto extrem nur rechts. Ich hoffe nicht, dass das rechte Hinterrad, wo ich ein K-Profil drauf war, dass das so jetzt hat so... Alter, mein Auto zieht extrem nur rechts.
dass das jetzt halt so richtig fies im Attende macht. Das wäre natürlich doof. Ich guck mal, dass ich auf die Straße bleibe. Ich habe ja ein Ziel vor Augen. Scheiße. Ja, ich fahre jo. So, dann gucken wir einfach, dass wir heimkommen und dann repariere ich mein Auto mal gescheit. Sorry, dass das so komisches Ding da jetzt hat war. Aber was will ich denn machen, ne? Oh, die Kreissäbelblatt fahren wir nicht hin. Und schön heim damit. So, habe ich mich gerade hier rum, ihr Dinger. Ich fahre heim. So, alter Schwede. Mein armes Auto. So. Ei. Ei. Ja, leid, ihr Kinder, hey. Es geht ab. Bleibt mal Musik. Hau drauf, Junge. Geht nicht? So. Jetzt hat. Müssen wir mal gucken. Hinterrad hat's gut hinter sich. Wieso hängt mein Auto? Der Hinterrad hat eine Blatter, würde ich muss sagen. Aber muss sowas von eine Blatter. Aber da sie Blatter hat und gleichzeitig kein Profil mehr. Warte mal. Nehmen wir mal da und stecken ihn in den Schrank zum Reparieren. Da müsste noch einer drin sein, oder? Ja, komm mal her. So. Ah, jetzt steht er wieder besser da. Den stecken wir einfach wieder hin. So. Ich würde jetzt noch gehen. Denn eine ganze Knüschper da alles abmachen. Weil ich brauche voll ein Auto, wo sicher Strom ist. Ist so schön, dass das so gut gepanzert ist, aber so weit bin ich noch nicht. Weil so wie ich. Guck mal, die ist brüchig. Was ist denn brüchig? Was nice gelernt, ne? So, Motorhaupt. Weiß nicht. Machen wir Armor ab, oder? Ah, hopp. Gib ihm. Schmeiß mal alles Motor hin. Recht dürfte so gehen. Ja. Jetzt habe ich hier doch nämlich. Scheiße, das ist da nur gepanzerte Tür. Ich habe nur zwei abgeschirmte Platte. Schlacke. Okay, dann die Motorhaube. Die wird es dann nicht geben. So, die nehmen wir mit. Was ist denn das eigentlich für ein Knatsch hier? Wollte ich mir noch in irgendeine Schranken. Machen wir kleine Schranken. So. Mal Rolotra. Wo haben wir da noch einen leeren Schrank? Dudo. Ja. Na, du nett. Kommst noch mit. So. Dich nehme mal auch mit, weil du kommst zum Reparieren da hin. So. Dann brauchen wir die Dingens da. Sollen wir sie mal auf die Motorhaube machen? Mal gucken, wie das aussieht. Oder als Motorhaube. Sexy. Dann hätte man halt da vorne. Kennst, ne? Da müssen wir. Komm mal her, dann machen wir gleich so. Da hab ich Batsch drauf. Zack. Rechts. Guck mal her, gucken wir mal da vorne drauf. Recht geht's so, es fällt jetzt halt noch ein Tier und sowas. Na ja, komm die Tier. Ja, du Meckermaschine. Sorry, ich hab da ein bisschen schlecht geparkt. Wir gucken mal, dass unser Auto gut ist. Im Moment haben wir ja von dem da recht viel. Dann nutzen wir das natürlich auch. So, ich hab vergessen, bei der allwissenden Müllhalde vorbeizugehen. Schlag allwissende Müllhalde. Gucken wir mal was Gutes aus. Oh ja. Baumbonbon, her mit. Das nenne ich natürlich gern. So, hast du noch was? Komm mal her.
Na, jetzt kommt so ein Billigzeug. Ob eins geht noch, oder? Ja, jetzt kommt so Standardquatsch irgendwie. Okay, passt. Dann gucken wir, dass wir den noch gleich leer kriegen. Einfach, weil wir es kennen. So. Ja, da haben wir noch drei. Ja, guck mal, unbedingt die Platte hin. Okay. Das war zu viel. Ja, kein Problem. Hätte ich nicht gedacht, dass das so lange hält. So. Das wird zum Reparieren dann hingemacht. Ich bin halt schon eigentlich drin eigentlich. So. Ich brauche die. Und das ist eine Platte. Ja. Müssen wir halt die zwei nehmen, ne? So. Hätte man erstmal eine Tür. Und dann noch einmal die Platte. Ich mal eigentlich gleich auf dem Rückweg ein bisschen was mitnehmen können. Habe ich natürlich schnell gemacht, weil ich natürlich doof bin. Weil ich natürlich doof bin. Macht aber nichts. So, hier die Platte dran. So, machen wir das riesige Kavenzmädel da aus meinem Sichtfeld. So. Und du kommst jetzt mit. Dann geh ich da hin. So. Na komm. Hopp. Zack. Ja, Inventar voll, ich weiß. Ich muss das in die Hand nehmen, nicht so gut. So. Stohi. Und du. Kommst Stohi irgendwo. So. Haben wir da noch im Inventar? Ah ja, großes Zeichen und das von Müllton. Das große Zeichen haben wir da hingemacht als. Jawohl. So, und so. Das machen wir im Auto, das lassen wir im Auto. Guck mal her da. Ich hab's da gehabt. So, so. Ich muss mir noch einen Hammer bauen, bevor ich das wieder vergesse, beziehungsweise. Ja, aber ich glaube, wir kennen uns. Da brauchen wir die. Ja, den wollte ich eigentlich bauen. Brauchen wir beschädigte Energie, der kann ich sowieso nicht bauen. Und bei denen da brauche ich labile, habe ich natürlich auch Kenny. Tja, dumm gelaufen. Dann bauen wir uns halt den normalen Hammer. Kennen wir nix. So. Alles klar, dankeschön. So, gehen wir noch gleich tanken. Gar nicht verbraucht, egal. Na 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 na. La la la. So. Ja, sieht doch unser Auto, steht doch recht gut da jetzt. Ah ja, Licht ziehe ich gerade. Ah ja, da könnte man noch ein wenig Batsch gebrauchen. Guck mal, ich könnte aber auch mal die Kiste leer machen. Guck mal her. Ah ne, warte mal, da haben wir jetzt ganz Elektrikerzeug, war das, gell? Guck mal her. Ne, Abdichtkit machen wir nicht da oben hin. Wo ist denn die Taschenlampe drin? So. So. Gib mal noch ein wenig Batsch her. So, Batsch auf die Lampe. Sag mal, wer hat denn da so Scheiße hier geparkt? Da muss ein Enner gewesen sein, ich kann euch sagen. Zack. So, das waren dann die Lampe. Jetzt ist unser Auto ziemlich gut. Ich guck nochmal auf die Rave. Die Raves sind soweit in Ordnung. Ach so. Ich hab, was ist denn mit dem vorne rechts? Warum hat der vorne rechts? Das ist doch der da. Warum hat dann der kein extra Ding? Die anderen extra, Dinger. Ah, wahrscheinlich
Weil der doch noch ein bisschen geschützt ist oder so. Hm. Okay, alles klar. Wieso? Also mein Auto, das ist so wirklich... Moment, ich muss mal mein Auto ein bisschen zurechtdrücken hier. So, sieht doch schon viel besser aus. Dann gebe ich mal noch ein bisschen Batterie drauf, aber eigentlich ist die Batterie noch voll do. Hätten wir hier eine Macke-Maschine. Habe ich gerade gebockt drauf. So, wir gucken uns mal Route an. Haben wir jetzt irgendwas freigeschaltet? Oh, Alter, seht ihr noch schlimmer aus wie vorhin hier. Echt jetzt? Ja, aber warum bin ich jetzt von der do nicht do hochgekommen? Da war keine Ausfahrt do, ne? Keine Ahnung. Okay, wir können jetzt das so, so, so und dann von do da over hier. Das könnte man machen. Ich werde mich hüten, da jetzt eine Route draht zu machen. Das machen wir am Anfang von der nächsten Vollstand. Aber nicht jetzt. Was will dann der da eigentlich von mir? Bill, hast du bemerkt, dass Schokolade in letzter Zeit anders schmeckt? Anders als zu Hause? Irgendwie schleimig? Jo, habe ich bemerkt. Naja. So, jetzt muss ich... Ach, ich hab die gar nicht mehr. Ich hab die ins Auto hingelagert. Stimmt, wir müssen noch ein bisschen ausrahmen, ne? Komm mal her, da. Da ist so ordentlich was drin hier. So. Komm mal her, wir kerzen mal ein bisschen ab hier. Komm. Uff. So. Jawohl, ja. Auch hier wieder. Was war das an der Zeich? Ah ja. Ne, das machen wir da wieder nicht. So. Okay. Dann hauen wir alles rüber, was geht. Ja, hallo, was ist mit dem ganzen anderen Scheiß? Wenn ich mir das nicht gebe. Das von Hand hier nehme. Es ist so. Als ob. Da ist ja wohl noch Platz hier. Das sehe ich doch von da. Komm mal her, geh ich da auf. So. Alter, was habe ich denn hier in der Hand? Okay. So. Das ist der Elektriker-Kit. Okay, alles klar. Und du das sagst. Jetzt wohl so Sinn, ne? So. Und ohne eine Lampe-Ding. Was du noch nennen? Ja, nochmal hier hin. Das da hätte ich dann gerne da innen drin. In the inner circle. Und das da machen wir da außen hin. So. Wieso ist das da eigentlich du? Das nimmt doch gar nicht so viel Platz weg. Mach doch lieber den Staubsauger. Huch. Ein Staubsauger da neben hin. Ich will da wenigstens den ganzen Platz aus, weißt du? So. Die da gebe ich gleich ab. Das da behalten wir mal noch. So. Also haben wir hier ein Elektriker-Kit, ein Abdicht-Kit. Drei Abdicht-Kit eigentlich. Oder ne, ein Abdicht-Kit mit drei Dinger noch. Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass das... So. Das erwacht. Bist du? Hätte ich gerne so da unten. Und das da so da oben. Und das da unten. Ja, das hätte ich jetzt nicht gern so. Das hätte ich gern so da drin. Siehst du, sieht das doch gleich viel besser aus, oder? Nicht wirklich. Aber egal. So, jetzt ich gebe mir die rote Dinger da ab. Die nerven mich eh. So. Hier. Was ist das? Theorien Teil 4. Und das hier ist Anomalie Studio Teil 4. Dann haben wir die immer abgeb. Bam, 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 bam. Wie sieht's eigentlich da vorne aus? Da habe ich schon nur gepanzerte, 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 nix. Gepanzerte. Ich habe lauter gepanzerte Scheiß. Echt jetzt. Ja, weil man die einfach bauen kann, wenn du sie erstmal freigeschaltet hast, aber die
Die andere da, wo ich eigentlich will, hier die abgeschirmte Platte, die sind halt, da brauchst du halt anderer Sheet. So. Was wollte ich noch machen? Das ist der Hydrogenerator. Das ist Solarzelle, ja. So. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen wollte. Wir gucken mal, ob man noch was Lustiges findet. Stimmt. Das Mechaniker-Kit wollte ich mal ein paar bauen. 1, 2, machen wir mal 3. Abdicht-Kit haben wir auch genug. 4 im Auto. Ersatzglühbirne-Kit haben wir im Auto. Braucht man das überhaupt? Elektriker-Kit haben wir 1 im Auto. So, das Mechaniker-Kit kommt da nämlich noch nicht. Dann würde ich mal sagen, bis da machen wir dann da oben hin. Und tun stattdessen, dass wir so machen. Dass wir da ordentlich Gedödel da drin haben. So, und da oben hin machen wir das Glühbirne-Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt brauche. Und dann machen wir auch noch so eins nehmen da. Was weg haben. So. Gut aus, das sieht gut aus, das verreckt eh bald, dann nehme ich mal das, wo im Auto ist. Staubsauger könnte ich mal noch gleich bauen. Könnte ich, muss ich aber nicht. So. Lass mal gucken hier, hoppala. Da haben wir immer noch Batterie. Alter, da kostet der Hinweis jetzt schon 2,5 Klim. Geht's noch? Das wird ja immer teurer hier. Nee, will ich nicht. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ist mal egal gerade. So. So. Dann würde ich mal sagen, ihr Leid. War moje. Gucken wir mal, wo wir hin. Wie gesagt, ich würde hier gern da in den inneren Ring. Also in deine nächste halt. Und das so schnell wie möglich. Das wäre natürlich das hier. Wohl, das da wäre noch der einfachste. Der da. Ne? Da ist. Dann fahre ich da hoch und dann da nur links und dann ist, glaube ich, Wüste, oder? Soweit ich das weiß. Es ist wohl der einfachste, ja. Um in den inneren Ring zu kommen und das recht schnell. Ja, wahrscheinlich, wenn wir das so machen. Ja. Stattdessen tue ich mich noch ein bisschen hinknien. Super. Genau. Machen wir morgen. Morgen. Ihr wisst es. Aber nicht mehr heute. Aber wir haben noch ein paar Minütchen. Kann ja nicht sein, dass ich euch da vor 1/2 Stunde rauslasse. Aus dem Grund tun wir ein bisschen Logbuch lesen. Wie wäre dann das? Wo waren wir da noch nicht? Hier. Elende Entladungen. Die elektrischen Entladungen in dieser Gegend des Sperrgebiets können Batterien beschädigen und beeinträchtigen, wodurch sie sich schneller entladen. Das ist mir dann relativ latte, weil mir jo genug haben, wo wieder Energie auflädt. Was haben wir denn hier? Brüchig. Das wird nicht viel länger halten. Selbst die besten Autoteile können nicht unbegrenzt oft repariert werden. Manche Dinge haben einfach eine begrenzte Lebensdauer, nutzen sich ab. Scheiße. Haben wir dann schon noch hier. Ah ja, Anomaliestudie Teil 4. Eine winzige fliegende Anomalie, die kurzzeitig eine weit verbreitete Plage war, da sie sich in Öl- und Benzintanks hineinbohrte und deren Inhalt abzusaugen schien. Diese Anomalie war rostfarben, ungefähr so groß wie eine Pferdebremse und im Sommer 62 fast überall anzutreffen. Sie war zwar zäher als ein Insekt, konnte jedoch meistens durch Erschlagen oder Zertrampeln unschädlich gemacht werden. Heutzutage sieht man sie nur noch selten. Was haben wir dann hier noch Feines? Theorie Teil 4. Schau dir doch mal genau an, wer sich alles im Sperrgebiet tummelt. Botaniker, Biologen und Chemiker. Die ADA nutzt unsere Heimat als Testumgebung für Terraforming. Sie gestalten unseren Planeten direkt vor unserer Nase nach ihren Wünschen um. Sie verändern den Sauerstoffgehalt der Luft. Sie trainieren riesige elektrische Maulwürfe darauf, den Boden zu magnetisieren. Sie haben Roboterhunde und die Bewohner des Sperrgebiets ernten als erste die Früchte dieser Arbeit.
Die meisten von uns Dummerschen hier draußen ahnen nicht einmal, was uns blüht. Eines Tages legen sie den Hebel um und verwandeln unseren ganzen Planeten. Aber ich bin bereit. Ich weiß, mich zu schützen. Mayonnaise ist der Schlüssel. Okay. Ich bin ja großer Mayonnaise-Fan. Muss man halt auch sagen. Mag ich lieber wie Ketchup. Wechselt manchmal, aber so generell, ich mag Mayo. Ich mag Mayo. Sag mal, die Larve lasse einfach. Ja, komm. Lass mal Larve. Kann ich rauskommen? Hallo? Jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Bobby, I gotta ask. Were you around when the old wall was nearly breached? You want to know if I was involved? I mean, sure. No one knew more about where anomalies came from than you. Heck, I mean, you know, the only reason anyone knew anything about anomalies was because of the research branch that you four started to build. Yes, and we developed ways to prevent anomalies, not create them. You can't prevent something if you don't know where it's created in the first place. So you did pick up a thing or two around us, scientists. Das war's schon. Er hat also die These aufgestellt, dass sie zwar Anomalie verhindern wollte, aber sie müsse erstmal gucken, wie die entstehen. So, okay. Wir haben wahrscheinlich selber zugehört. So. Sorry. Dann du da unten. Und da ist noch ein Reif. So. Ist es nicht schön. Hoppala. Sieht ja lustig aus. So, ja. Zap, 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 zap. Alles mitgenommen. Haben wir noch irgendwas Laie gelassen? Ich wüsste nicht. Dahin haben wir auch alles. Ja, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ihr wisst, ne? Was man hat, hat man. So, achso, ja, was macht? Wir haben ja noch, Logbuch-Intrag. Der war irgendwo da unten. Was ist denn das da? Achso, das sind die Pfade. Warte mal nicht noch. So irgendwo. Keine Ahnung. Dass der Bug doch noch nicht gefixt ist mit der Kacke hier. Teil des Ganzen, damit zu tun haben. So, ich glaube, den haben wir noch nicht gehört, ne? All I know is, Otto didn't give two craps about anomaly prevention. You fought uphill the entire way. Never thought I'd see the day where you'd sugarcoat anything coming out of your mouth. The Harmonic Disruption Research Lab was an abject failure. No, I wasn't involved, but I stood by and let it happen. By that point, the LIM project was in a bad way. Either it found a breakthrough and justified the government resources it was sucking up, or the entire project was put down. Everything depended on this technological quantum leap that evaded us for decades. In response, all good sense went straight out the window. For every wonder pulled out of thin air, LIM technology conjured increasingly greater horrors. But it was done in the name of progress, and we were powerless to stop it. The Harmonic Disruption Research Branch was all I could do to soften the atrocities Arda unleashed in the name of progress. I tried to clean up my mess, but I failed. Ja, so, ihr Leid. Gucke, gucke. Über 30 Minuten, alles super. Dann, wie gesagt, ich bin vorbereitet. Wir haben einen Hammer dabei. Wir haben ja Ersatzbrecheisen dabei. Also so desto. Das Brecheisen sowieso. Es gibt bald eine Geistuf. Staubsauger haben wir keinen Ersatz, weil. Ja, nö. Oder? Ja, komm, bauen wir uns noch einen Ersatzstaubsauger, nehmen wir den mit. Genug Platz haben wir jo. Scheiß drauf. Halte ich einfach dabei. Fertig, der andere ist eh bald leer. Voll kaputt. Oder ich mache eine Donin. Das ist eine gute Idee. Zack.
So. Nochmal Adonin. Wie viel Zeit muss ich nicht mit rumschleppen? Ich habe ja Dido. So, das soll zwar jetzt gewässt sein. Da gehe ich doch glatt auf die Knie. Dann würde ich mal sagen, ihr Leid, bis morgen, wo wir dann nicht die Story weitermachen, sondern erstmal ein bisschen drumherum noch ein bisschen wieder was insammeln. Einfach fatte Spaß, was insammeln. Man muss nicht alles nur die Story machen. Aller dann, bis morgen.